Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanda quält sich. Und heute haben wir wieder einen Wunsch vom guten SNES Maniac dran. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Und er hat sich The Rocketeer gewünscht. Ein Spiel, was hier in Europa, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, nicht erschienen ist. Aber er meinte vor allem, die Musik ist auch sehr unnötig melancholisch. Nennen wir es mal so. Wie immer, besucht den Guten, er hat einen super Kanal, der Super Nintendo Testvideos macht. Sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Super Nintendo fokussiert, wie schon sein Nickname sagt. Besucht ihn auf jeden Fall und lasst den Guten ein Abo da. Und wenn ihr auch einen Wunsch habt, egal ob 16-Bit oder 8-Bit, ab in die Kommentare rein. Ich sammle die immer alle etwas und picke mir nach Lust und Laune immer eins raus. Wir wollen gleich mal gucken. Dann mal auf Players. Jo. Ein Spieler, würde ich sagen. Ne? Wie ihr seht, ich habe hier auch den neuen Hintergrund. Da muss ich mich hier noch immer etwas zurecht rücken, wie ich hier am besten sind. Bla 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 bla. Also wir fliegen anscheinend irgendwie. Wollen wir mal gucken, wie das läuft. Oh. Wer bin ich jetzt? Ich bin das. Ist das ein Flugzeug? Okay, ich kann Gas geben und ich kann abheben. Und dann fliege ich hier im Kreis und stürze anscheinend ab. Okay, scheint irgendwie so, keine Ahnung, irgendwann Zeit, Erster Weltkrieg zu spielen anscheinend. Ich habe jetzt hier Vollgas und ich lenke jetzt hier noch oben und unten. Ich scheine zu verlieren auf jeden Fall, aber ich habe jetzt keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich hier großartig machen soll. Also das hätte man jetzt auch irgendwie schöner lösen können, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Also, ne, wie in dem Flugzeugsteuerung, wenn ihr nach unten drückt, dann geht das Flugzeug nach oben. Aber sonst. Hä? Kann ich. Da bremse ich, das soll ich vielleicht nicht machen. Ich habe verloren. So, das mache ich hier mal gleich hier. Zack. Wumms. Hier schön hoch, ne? Also er fliegt hier von links und rechts und diese Loopings fliegt da quasi von selbst, ne? Nur so als Erklärung für euch. Das, was ich jetzt mache, ist halt hier so noch hoch und runden zu machen. Aber wie ich jetzt hier genau ein Momentum aufbauen kann, das erschließt sich mir ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz. Von den Cover hätte ich jetzt auch irgendwas anderes erwartet. Ich schätze mal, es wird eine Art Comic-Vorlage sein wahrscheinlich. Wahrscheinlich irgendwie einer, der ein Pilot ist und dann. Keine Ahnung, kann ich irgendwie Loopings machen oder sowas? Ah, und da unten habe ich noch so ein Radar, da kann ich doch nach links und rechts fliegen. Das heißt, ich muss eigentlich eher nach dem unteren Dings fliegen, nehme ich mal fast an. Ich gucke da jetzt mal hin und kann hier nach links und rechts den Dingern immer ausweichen. Und das obere ist denn nur die Übersicht? Kann das sein? Aber wieso macht man denn das, so gesehen den relevanten Spielbereich so klein am unteren Ende? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich versuche es jetzt nochmal. Ich konzentriere mich jetzt hier auf den unteren Dings. Auf den Mini-Dings. So, zack. Zack. Schupp. Ich gucke jetzt gar nicht nach oben, ne? Was total unspektakulär ist, ehrlich gesagt. Das ist vor allen Dingen, es ist wirklich null, aber wirklich null Toleranz, irgendwelche Fehler zu machen. Aber ich bin, würde ich sagen, erfolgreicher als vorher. Aber da muss man erstmal drauf kommen, dass man jetzt nur nach unten starren muss. Wie bescheuert ist das denn? Kommt denn auf so eine Idee, das Spielfeld wirklich so gefühlt, sagen wir maximal ein 16. Des Spielfeldes
zu machen. Ich muss mich hier gerade echt konzentrieren, weil das ist voll anstrengend, auf dieses kleine Ding da jetzt zu starren. Bescheuert. Vor allem ist dadurch ja auch nicht irgendwie spielerisch jetzt irgendwie herausfordernder, ehrlich gesagt. Ich muss halt so ein bisschen nach links und rechts korrigieren und mal ab und zu mal wieder nach die Nase nach oben machen. Habe ich jetzt schon wieder verloren? Hä? Ey, ohne Scheiß, ich verstehe es nicht. Also ich habe mich doch ganz gut geschlagen. Oder ich habe einen Fehler habe ich mal gemacht. Und sag bloß, der hat mir jetzt schon das Genick gebrochen. Kann das sein? Also ich gebe ja Vollgas. Ich weiche hier den Sachen aus. Ich mache möglichst wenig Fehler. Sobald ich einen Fehler mache, ist das erste fucking Level vorbei? Wirklich? Also ich mache es jetzt noch einmal. Ich versuche es jetzt so perfekt wie möglich zu machen. Es macht jetzt schon keinen Spaß. Nicht mal ansatzweise. Also ihr seht das natürlich jetzt oben, diesen oberen Bildschirm, den sehe ich jetzt gar nicht, weil ich mich jetzt hier voll auf die untere Leiste konzentriere und sehe jetzt schon, dass ich verkacke. Ich sehe das jetzt schon. Kann ich den irgendwie abschießen? Nee. Hier, Gatling Gun, das wär's jetzt, ey. Das wär's jetzt. Aber nein, nein. Das ist ja so ein Müll hier. Guck dir das doch mal an. Wie soll ich denn das hier schneller machen? Wie? Wie? Ich kapier's nicht. Ich hab das Gefühl, dass die Retro-Banner quält sich Folgen immer kürzer werden, aber ganz ehrlich. Nochmal. Ich kapier's nicht. Das hat auch hier nichts mit dem Cover zu tun. Leute, nein. Nein, fliegt ohne mich. Aber wunderbarer Wunsch, lieber SNES-Manic. Ich weiß, das ist eine ziemlich kurze Folge jetzt, aber ich kann mich nicht motivieren, dieses Scheißrennen jetzt noch einmal zu machen. Ganz ehrlich. Kann ich einfach nicht, weil das ist... Mist ist das. Trotzdem vielen Dank, dass ihr diesmal reingeschaltet habt und vielen Dank, lieber SNES-Maniac, für den Wunsch. Macht's gut, euch einen noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.